Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks. Heute habe ich was Besonderes mitgebracht, nämlich ein bisschen Radicchio Rosso di Treviso. Und zwar der Precocche nennt man ihn. Das ist der frühe Radicchio im Gegensatz zum Radicchio Tardivo, der späte Radicchio, ist der quasi naturbelassene. Der andere wird noch vorbereitet, der wird aufgedröselt und eingegraben und hat dann solche länglichen Streifen, die dann fast etwa so aussehen. Man sieht die manchmal auch am Markt, dann sind dann lauter so Streifen. Und der hier, das ist eben einer dieser frühen Sorten. Und es ist wirklich ein tolles Gemüse. Und gerade jetzt zur Winterzeit, wo Fett gegessen wird, werden solche Bittergemüse, es gehört ja zu den Zichorien, also auch wie Chicorée, diese bitteren Inhaltsstoffe haben. Und die sind halt wahnsinnig toll für die Galle, ganz vor allem für die Leber, die eben unsere Chemiefabrik ist und eben in dieser Zeit mit dem Aufspalten des Fettes, mit der Umwandlung von Kohlenhydraten oder von Zucker in Fett oder in Energie eben beschäftigt ist. Und dann ist es ganz toll, wenn man der Leber mal was Gutes tut. Aber das muss ja nicht schlecht schmecken. Wichtig ist, dass man eben die besonderen Sorten von eben so einem Gemüse sich aussucht. Und das ist wirklich eine Spezialität, dass nicht zuletzt auch eben ein geschütztes Produkt aus der Provinz Treviso bei Venedig ist. Es gibt auch noch andere, den Runden, den wir kennen, der meistens auf den Märkten zu finden ist. Das ist der Rosso di Goccia. Aber das besondere Produkt ist eben dieser. Und ich kann nur empfehlen, sowas zu haben. Man sollte immer achten, dass der Strung nicht dunkel verfärbt ist, sondern hell. Dann kann man ein bisschen erkennen, dass es sich um ein frisches Produkt handelt. Und man kann sie ganz dünsten als Ganzes. Man kann ein hervorragendes Risotto daraus machen. Ein Risotto di Radicchio ist wirklich eine Leckerei, was ganz Besonderes. Auch mit Nudeln ist es gut. Man kann ihn auch in Streifen, zum Beispiel geschnitten als Salat, roh essen. Oder man kann ihn natürlich auch dünsten. Und das ist was besonders lecker. Es geht ganz einfach. Man schneidet ihn einfach in eine Hälfte. Ich mache das immer so, dass ich ihn hier anschneide und dann so auseinanderpflücke. Ja, der ist sehr fest, darum schneide ich ihn doch ganz durch. Und da findet man auch dann die weißen Stücke. Man soll ein bisschen hier den Strung, der ist natürlich am allerbittersten, ein bisschen wegschneiden, etwa so. Aber es sollen die Blätter noch zusammenhalten. Das ist ganz wichtig. Einfach so noch ein bisschen. Und die äußeren Blätter, die macht man weg, die sind nicht so gut. Die kann man dann auch noch im Risotto oder so kann man die auch verwenden. Aber wenn man wirklich ein schönes Gemüse haben will, dann ist das eigentlich am besten so. Und dann einfach, die Rezepte werde ich vielleicht auch noch reinstellen. Heute möchte ich eigentlich nur die Warenkunde, weil ich das gerade eben vom Markt geholt habe, geben. Und man kann sie auch vierteln, wenn einem das zu viel ist. Und dann einfach in der Pfanne ein bisschen mit Zwiebeln und Knoblauch und Olivenöl anschwitzen, vielleicht ablöschen mit ein bisschen einem Weißwein oder ein Rosé, das geht auch sehr gut. Aber nicht so viel, ein bisschen einschmurgeln lassen, weil wir wollen der Leber ja was Gutes tun. Dann einfach gedünstet und dann zum Beispiel einer Polenta, einem Maisgrieß, einen gebackenen Mais. Grieß kann man es machen oder einfach nur, und das werde ich jetzt wohl machen, einfach nur so als gedünstetes Gemüse. Und gerade wie gesagt, wenn man sich ein schönes Essen zubereitet in der Weihnachtszeit, da hat man ja eh zu viel Süßes und zu viel Fettes und zu viel Kohlenhydratehaltiges, dann ist so einmal wirklich
exzellent geeignet, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Und gesund sollt ihr ja alle bleiben. Ich hoffe, es geht euch gut. Und dazu trinken würde ich einen schönen Prosecco beispielsweise, einen echten Prosecco, die Conegliano Valdobbiadene, der kommt auch aus der Gegend. Und da würde ich darauf achten, dass es nicht die Brüt-Version ist, sondern die Extra 3. Extra 3 heißt, klingt nach extra trocken, aber es ist die etwas fruchtigere Variante. Und da der Reticchio Rosso di Trevigiana eben Bitterstoffe enthält, ist die leichte Süße des Proseccos dann besonders gut geeignet. Ja, viel Spaß bei einem besonderen Gemüse, kommt gut durch die kalte Jahreszeit und bleibt gesund, schützt euch und andere. Buon appetito!